Herzlich willkommen zur ersten Kidsbox von der Kensho Academy. Und nachdem unsere Erwachsenenbox im Januar so erfolgreich gewesen ist, war es für uns die notwendige Konsequenz, tatsächlich eine Box für unsere Kleinsten, für die Schüler in der Grundschule zu entwickeln. Gerade die leiden unseres Erachtens ganz besonders unter der Situation, sie können nicht in dem Maß spielen, ihre Freunde treffen, sie können nicht in die Schule gehen. Und auch der Distanzunterricht ist für die Altersgruppe besonders schwierig. Und so haben wir uns zur Aufgabe gemacht, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Spaß, ein bisschen Herausforderung in das Leben dieser Kinder zu bringen. Und wir hoffen, dass ihr an der Kidsbox sehr, sehr viel Spaß haben werdet. Mein Name ist Dr. Magdalena Schauenberg. Ich bin Pädagogin und Expertin für gesunde Ernährung. Und ich beschäftige mich einfach damit, mit welcher Ernährung wir gesund bleiben können, stark werden, klug sind. Und genau das wird in der Kensho-Box ein Teil sein, wo Grundschulkinder etwas über gesunde und kindgerechte Ernährung lernen können. Mein Name ist Kevin Grafen, ich bin Sportwissenschaftler und Experte für angewandte Neurologie. Und in der Kensho Kidsbox haben wir viele Übungen parat, die diese angewandte Neurologie betreffen. Wir wollen unsere Kinder konzentrierter machen, aufmerksamer machen und wollen, dass sie im Allgemeinen besser lernen können. Dabei spielen unsere Augen, Farbenerkennung und Entscheidungen unter Druck zu treffen eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben viele Übungen, die spielerisch all diese Bereiche betreffen und damit wünsche ich viel Spaß. Hallo, mein Name ist Monika Everath, ich bin Physiotherapeutin hier im Kensho und ich habe mich besonders gefreut, dass wir diese Kensho Kidsbox machen, weil aus meiner Erfahrung mit den Erwachsenen, die mit Rückenschmerzen und Problemen belastet sind, weiß ich, wie wichtig es ist, im Kindesalter schon auf Haltung zu achten, auf Positionen zu achten und auf starke Muskulatur zu achten. Und uns ist einfach wichtig, dass die Kinder mit einfachen Übungen lernen, wie viel sie selber in der Hand haben und wie gut sie Dinge auch im Kindesalter schon beeinflussen können und umsetzen können. Viel Spaß! Mein Name ist Olivia Kittel, ich bin Prävention- und Gesundheitsmanagerin und Trainerin. Und es ist nachgewiesen, dass besonders im Kindes- und Jugendalter Bewegungsmangel ein echtes Problem ist für die Entwicklung. Und deswegen haben wir in diese Kensho-Box spielerische Bewegungsaufgaben zusammengepackt. Dort geht es um Koordination, Beweglichkeit, Balance und sogar um Karate. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht, dies zusammenzupacken, denn Kinder sollten Spaß an Bewegung erlernen, spielerische Aufgaben bekommen und ja, einfach ein bisschen lernen auch, wie sie ihre Pausen zum Beispiel gestalten können, in denen sie aktiv sind. Und ja, wir wünschen dabei ganz viel Spaß und hoffen, dass viele Kinder richtig lernen und Spaß daran bekommen, sich zu bewegen. Mein Name ist Dirk Schauenberg und ich habe vor 26 Jahren das Kensho gegründet. Das Kensho-Team hatte immer schon die Vision, den Menschen Gesundheit, Freude und Wohlbefinden näher zu bringen. Wir verstehen uns als Experten und wir möchten einfach auch mit dieser Kidsbox unser Expertenwissen in ihre Wohnungen bringen. Denn in angespannten Zeiten muss man das richtige Werkzeug haben, um adäquat reagieren zu können. Mein Thema in dieser Box ist das Thema Entspannung. Und mit Hilfe von Traumreisen, mit Hilfe von progressiver Muskelentspannung oder auch mit der Atmung können wir mit einfachen Mitteln uns hervorragend entspannen. Ich wünsche Ihnen mit der ganzen Box viel Spaß und bleiben Sie gesund.